Ich freue mich, Sie zur 12. Vorlesung unserer Vorlesungsreihe zur Einführung in die pädagogische Psychologie hier heute auch begrüßen zu können. Vorneweg einiges an Organisatorischem. Zum einen schaue ich kurz in das Chatfenster, ob das mit dem Ton alles klappt, weil wir da in der letzten Woche etwas Schwierigkeiten hatten. Aber ich habe heute erfahren, dass das ZFM ein neues Tonmischpultgerät hat und die Tonqualität müsste eigentlich so gut sein wie noch nie zuvor. Und das scheint auch mit Blick in den Chat auch so zu sein. Das freut mich natürlich sehr. Cool. Wir nähern uns langsam dem Ende des Semesters. Das heißt, für viele von Ihnen stellt sich auch langsam die Frage, wie sieht die Klausur aus? Was ist klausurrelevant? Mit welcher Tiefe werden Klausurfragen gestellt? Wann gibt es die Anmeldung zur Klausur? Präsenzklausur, Online-Klausur? Ich möchte Ihnen einige von diesen Fragen jetzt auch noch einmal kurz beantworten. Online- oder Präsenzklausur? Mit 99%iger Wahrscheinlichkeit werden wir eine Online-Klausur haben. Allerdings, wir sind jetzt, dass wir noch darauf aufmerksam gemacht worden, dass sich da einige Regelungen von der Universität Tübingen verändert haben. Und damit wir halt auch unsere Prüfung quasi im Rahmen der vorgegebenen Regelungen machen, mussten wir leider etwas die Sachen anpassen. Wir werden sie aber da vermutlich, also ich werde sie vermutlich in der nächsten Woche nochmal genauer über die einzelnen Klausurmodalitäten informieren. In den anderen beiden Vorlesungen, wenn Sie ebenfalls die Diagnostik oder die empirische Bildungsforschung ebenfalls belegen, werden Sie vielleicht das auch schon etwas früher hören. Die Klausuranmeldung bekommen Sie voraussichtlich per E-Mail in den nächsten 7 bis 10 Tagen. Per E-Mail bedeutet quasi entweder via Ilias oder durch Gradecraft. Aber ich würde Sie auch da bitten, dann, wenn Sie das bekommen, Ihren Mitstudierenden Sie auch nochmal darauf aufmerksam machen und so weiter, weil die Anmeldung zur Klausur notwendig ist, damit die Klausur auch wirklich geschrieben werden kann. Sie werden auch da dann ein individuelles Passwort beispielsweise für die Online-Klausur auch erhalten, welches Sie dann auch anzugeben haben. Und ohne das Passwort haben Sie dann halt ein Problem. Genau. Passwort wird auch höchstwahrscheinlich individualisiert sein. Dann zweite Frage oder zweiter größerer Themenkomplex habe ich auch teilweise als Feedback in unseren Umfragen bekommen. Es war auch schon mal eine Frage dazu auf Piazza und ich glaube auch einmal im Chat vor 2 Wochen. Tiefe welche Tiefe wird quasi vorausgesetzt mit den Klausurfragen? Die Fragen werden zumindest bei meiner Veranstaltung alle in einem Multiple-Choice-Format sein, also quasi so, wie sie es auch mit den Quizzen geübt sind. Also True or False, also quasi eher Single-Choice-Format, aber quasi zu jeder Vorlesung oder zu jeder Seminarsitzung gibt es dann 4 richtig oder falsch Fragen. Wenn Sie die Quizze permanent gemacht haben und auch in den Quizzen gut abgeschnitten haben, dann sind Sie auf jeden Fall sehr gut auch für die Klausur vorbereitet. Die Quizfragen stellen auch so die Tiefe dar, die quasi auch für die Klausur vorausgesetzt wird. Und ich habe auch probiert, dass wir in jeder Woche mindestens eine ehemalige reale Klausurfrage auch eingebaut haben. Das heißt, wenn Sie quasi das auch als Wiederholung nochmal machen wollen, ich glaube, das wird Ihnen auch schon einige Anhaltspunkte geben, wie Sie sich auch vielleicht auch darauf vorzubereiten haben.
Wir werden auch übrigens in 2 Wochen zur Wiederholung, da werde ich Ihnen aber auch noch nächste Woche mehr erzählen, weil Sie so eine Fragestunde machen und ich werde Ihnen da so ein Google-Formular machen, dass Sie halt für jede Vorlesung dann halt Fragen stellen können. Sie können auch logischerweise einfach auch direkt fragen. Finde ich auch cool. Und dann klären wir nochmal inhaltliche Sachen. Okay, ich sehe gerade 2 Fragen im Chat. Sehr gut, wenn Sie Fragen haben, jederzeit fragen, entweder im Chat oder auch irgendwie melden und dann können Sie auch direkt face-to-face fragen. Ich habe hier so ein In-Ear-Teil drin, das heißt, ich kann Sie dann auch hören. Okay, in der Klausur, es gibt... Die Frage ist, schreiben die EZW in Nebenfächer die gleiche Klausur wie die anderen? Das ist super, eine sehr gute Frage. Wir haben das so designt, dass egal in welchem Fach Sie studieren, egal als was Sie die Klausur brauchen, ob Sie die Klausur brauchen als Modulklausur mit den 3 Vorlesungen oder ob Sie die Klausur nur einen Teil der Modulklausur brauchen, weil Sie andere Modulteile schon vorher absolviert haben, oder ob Sie ein anderes Fach studieren und dann jetzt beispielsweise nur die pädagogische Psychologie brauchen. Sie alle schreiben quasi die gleiche Klausur, die quasi in 3 Blöcke unterteilt ist. In den Block empirische Bildungsforschung, in den Block Diagnostik und in den Block pädagogische Psychologie. Und Sie können dann quasi selber wählen, weil Sie kennen Ihre eigene individuelle Situation am besten, welche von diesen 3 Modulteilen der relevanteste für Sie ist. Das heißt, wenn Sie jetzt beispielsweise ein Fach studieren, jetzt nur die pädagogische Psychologie, dann schreiben Sie auch nur diesen ein Modulteil dann auch mit. Irgendwann, 2. Frage. Sieben Fragen pro Vorlesung in der Modulklausur. Ich glaube, das bezieht sich darauf, 7 Themen, also 7 Themenkomplexe. Also wenn Sie ein bisschen auf Lücke lernen, kann es klappen, muss aber nicht. Ist halt ein bisschen Risiko, würde ich nicht unbedingt empfehlen. Ich glaube, das bezieht sich darauf, dass wir... Und das werde ich Ihnen auch noch in der nächsten Woche nochmal genauer erklären, wenn wir nochmal die Modul-, die Klausurmodalität nochmal genauer besprechen. Ich meine mich zu erinnern, dass wir 7 Veranstaltungssitzungen quasi nehmen und dann zu diesen 7 oder zu diesen 7 Veranstaltungen dann Fragen stellen. Also man kann es entweder so framen, dass man 7 Fragen mit jeweils 4 Unterfragen oder halt 7 Themen mit jeweils 4 Fragen zu jedem von diesen Themen. Okay, wenn man nur den Schein braucht, keine Klausur nötig, nach Modulhandbuch reicht dann eine Anmeldung auf einmal zur Anrechnung der Veranstaltung. Genau, wenn Sie quasi keine Klausur brauchen, ist es quasi ausreichend, wenn Sie den Teilnahmeschein erwerben, das heißt quasi auf Greatcraft, die Millionen Punkte. Übrigens, wir haben schon, ich glaube, 65 Millionärinnen und Millionäre. Ich freue mich sehr. Viele von Ihnen sind auch noch sehr knapp davor. Richtig gut. Also wenn Sie quasi da den Teilnahmeschein erwerben, brauchen Sie die Punkte und eine Anmeldung auf Alma. Dann werden wir die Liste quasi einfach dann an die jeweiligen Prüfungsämter weitergeben. Das braucht immer etwas. Prüfungsämter sind langsame, stetig malende Maschinen, aber das wird dann ebenfalls dann irgendwann auch bei Ihnen in dem Transcript dann sichtbar. Okay, die nächste Frage. Apropos, wenn ich Fragen auch nicht vollständig beantworte, dann ruhig in den Chat auch hereinschreiben. Wie kann man Quizze wiederholen? Ich glaube, das bezieht sich mit Quizzen auf die Quizze jetzt zu einzelnen Vorlesungssitzungen. Ich glaube, dass Sie Quizze nicht wiederholen können. Zumindest ist das so
als Plan. Das heißt, wenn Sie das Quiz einmal abgeschickt haben, dann ist es auch quasi abgeschickt, weil Sie ja auch die gleichen Aufgaben dann auch zu bearbeiten haben. Können Sie die Quizze für die Klausurvorbereitung noch einmal freischalten? Bisher sind die Durchgänge limitiert. Ah, gleiche Frage. Ja, wir wollen so als Probeklausur quasi sämtliche Quizfragen einmal groß zusammenwerfen, so dass Sie dann quasi, noch einmal durch alle Quizfragen auch hindurchgehen können. Spannend wäre natürlich auch, Sie sind ja jetzt ungefähr so 110 oder 100 Teilnehmende gerade in der Zoom-Sitzung allgemein. Haben wir so 150, 160 Studierende. Und bislang haben wir, glaube ich, 20 Blog-Einträge oder so. Wenn Sie einen Blog beispielsweise schreiben würden und da Klausurfragen entwickeln und dann auch quasi so eine kleine in so einem Online-Fragetool könnten Sie hier auch quasi für Ihre Mitstudierenden so eine weitere Probeklausur oder quasi so eine weitere Vorbereitungsmöglichkeit auch bieten. Ich glaube, dass, das haben Sie ja auch so mit den zur Veranstaltung Lernstrategien gesehen. So Wissen ist selber überprüfen, andere Leute abzufragen und so, sehr lernförderlich. Vielleicht ist so etwas dann auch nochmal eine Idee, wie Sie auch quasi untereinander sich auch bei der Klausurvorbereitung auch noch etwas unterstützen können. Dann wie viel Prozent muss richtig beantwortet werden, um zu bestehen? Das legen wir quasi fest, wenn wir die Klausurergebnisse sehen. Rein prinzipiell, es gab da in den vergangenen Jahren auch einige Abweichungen. Prozent zu kriegen ist sicherlich nicht schlecht. Das als grober Richtwert. Ich kann die Probeklausur auf Ilias noch nicht bearbeiten. Geht das noch jemand anderem so? Genau, die ist auch noch nicht freigeschaltet. Genau, daran liegt das. Wann ist die Klausur? 3. oder 9. März? Die ist am 9. März, weil wir das verschoben haben aufgrund der Reservierung der Hörsäle. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass wir beispielsweise bei der Klausuranmeldung sehen, dass irgendwie der Großteil von Ihnen keinen Internetzugang besitzt beispielsweise oder halt dann sagt, boah, ich will die Klausur in Präsenz schreiben, damit wir dann die Hörsäle haben. Soweit, wie ich informiert bin, machen wir quasi nur eine Online-Klausur. Für Härtefälle quasi mit Internetzugangsproblemen überlegen wir uns aber logischerweise etwas. Aber je mehr es von diesen Härtefällen gibt, das kann dann auch dazu führen, dann eventuell, dass man halt das, ich weiß es nicht so genau, weil irgendwie ich würde mich halt freuen, dass wenn wir es als Online-Klausur machen, dass Sie alle dann auch die Online-Klausur dann auch schreiben und dass wir dann quasi, Sie wissen ja den Klausurtermin 9. März, dass Sie dann beispielsweise bei Mitstudierenden, bei Freunden, bei der Familie oder quasi irgendwo sich dann aufhalten werden, wo Sie dann auch stabilen Internetzugang kriegen. Klar, wenn Sie irgendwelche technischen Probleme haben, gibt es dann auch noch alternativ oder dann haben wir auch einen Mechanismus quasi geplant, dass Sie dann ein Video quasi drehen, was quasi zeigt, dass Sie die Probleme halt haben und dann gilt das auch jetzt nicht als Klausurversuch und Sie können dann quasi die Nachschreibeklausur, die im nächsten Semester stattfindet, dann absolvieren. So, wie viel Zeit hat man für die Modulklausur? Überlegen wir gerade noch. Kommt ein bisschen drauf an, wie wir das mit den drei Klausuren strukturieren. Erzähle ich Ihnen nächste Woche mehr. 7
pro 7 Themenblöcke mit jeweils 4 Unterfragen. Genau. Regeln zur Online-Klausur. Klar, keinerlei Hilfsmittel. Sie können da keinen Telefonjoker verwenden. Und erfahren Sie später mehr. Ich sehe auch mit Blick auf die Uhr, wir haben auch noch mehr vor und dich nur vor, Fragen zur Klausur zu beantworten. Von daher würde ich sagen, jetzt haben wir schon mal viele Fragen geklärt. Wenn Sie noch weitere oder wenn Sie noch weitere Fragen haben, stellen Sie die ruhig auf Piazza. Wenn Sie sich nicht mehr so genau sicher waren mit der Antwort auf eine dieser Fragen oder wenn Ihre Mitstudierenden ebenfalls Fragen haben, können Sie die auch auf unser YouTube-Video von dieser Veranstaltung dann auch verweisen. Okay, los geht's mit dem eigentlichen Thema. So, Quizze der letzten Woche. Wir haben uns da die Unterrichtsmodelle angesehen. Und dabei insbesondere betrachtet, dass der Unterricht von einer Vielzahl an Faktoren beeinflusst wird und in dem Modell nach Klima, insbesondere von institutionellen, sozialen und kulturellen Merkmalen auch beeinflusst wird. Dann zentrale Determinanten haben wir uns angesehen. Und dass wir auch da als Lern für den Lernerfolg im Unterricht sowohl kognitive als auch motivationale Komponenten unter anderem betrachten. Dann für das Angebots-Nutzungsmodell. Da ist insbesondere die Rolle der Lernenden betont, jetzt im Vergleich zum Blum'schen Modell beispielsweise, wo gesagt wird, dass der Unterricht die Lernergebnisse direkt betont, ist es beim Angebots-Nutzungsmodell, dass die Lernenden das Angebot, was gegeben wird, nutzen müssen und dass dies auch für den Lernerfolg auch dann wichtig ist. Und der Kontext des Faches, dass der einen direkten Einfluss auf die individuellen Lernaktivitäten besitzt. Das ist nur indirekt. Also, wenn Sie sich halt da dieses Modell anschauen, das ist im Gegensatz zu anderen Modellen auch beispielsweise dann so gesehen wird. Okay, soweit die Quizze. Wir haben wieder auch hier einige Veränderungen in unserem Leaderboard. Ich bin schon gespannt, wie das dann quasi in den nächsten Wochen auch aussehen wird. Apropos für die Quizze in dieser Woche, wir probieren ja gerade auch fleißig im Hintergrund Ilias und da quasi die verschiedenen Quizmodalitäten, damit wir auch gut für die Klausur vorbereitet werden. Die Klausur wird ja getimed sein, also Sie haben da nur eine gewisse Bearbeitungszeit. Das probieren wir heute testweise bei den Quizzen zur Nachbereitung auf diese Vorlesung aus. Das heißt, Sie haben, wenn Sie das Quiz starten, und da kann Frau Leider in dem Chat auch nochmal dann eine Bestätigung schreiben. Ich glaube, Sie haben dann 20 Minuten Zeit, um das Quiz zu beantworten. Oder 30 Minuten. Ich bin mir da gerade nicht so sicher, aber das ist dann schon ein bisschen mehr so in Richtung, wie sieht eine Klausur aus? Also ich würde Ihnen halt auch da empfehlen, sich die Folien auch vorher nochmal anzusehen, um halt danach das Quiz auch zu be beantworten. Genau, 20 Minuten für die 4 Fragen. Ja. Genau, ich bin gespannt, wie das quasi technisch klappt. Wenn Sie da Probleme haben, schreiben Sie auch bitte dann Frau Schneider, damit wir da auch die Rückmeldung dann auch soweit kriegen. Okay, Thema heute,
Unterrichtsqualität. Wir unterscheiden, wenn wir uns quasi die Unterrichtsqualität anschauen und uns Unterricht betrachten, unterscheiden wir vor allem zwischen Sichtstrukturen und zwischen Tiefenstrukturen und anhand von deren wird Unterrichtsqualität auch beschrieben. Allerdings, bevor ich Ihnen verschiedene Merkmale erzähle, Sie haben ja auch quasi in der Reading Reaction auch Merkmale von gutem Unterricht beschrieben, haben auch einige Erfahrungen selber gemacht im Verlauf Ihres Lebens. Von daher würde ich Sie bitten, in Breakout Rooms zu beschreiben mit Ihren Mitstudierenden, was für Sie persönlich eine gute Lernumgebung ausmacht, beziehungsweise wenn Sie das dann auch abstrahieren und von Ihren eigenen Erfahrungen darüber hinausgehen, um quasi allgemeine Merkmale von guten Lernumgebungen zu beschreiben. Okay, 5 Minuten. Ich mache verschiedene Breakout-Räume jetzt auf und wünsche Ihnen fröhliches Diskutieren. Ich werde wieder dann auch verschiedene Gruppen fragen, die Ergebnisse dann in den Chat danach auch dann zu schreiben. Alles klar, los geht's. Lernumgebung im Klassenzimmer. Ich würde sagen, die geraden Zoom-Räume reden über Lernumgebung in einem schulischen Kontext. Die ungeraden Zoom-Räume reden über Lernumgebung in der beruflichen Weiterbildung in einem Unternehmen. Okay, los geht's.
Alright. So. Ich bin schon sehr gespannt, was Sie da alles besprochen haben. Sagen wir, dass eine gerade und eine ungerade Gruppe verschiedene Merkmale in das Chatfenster jetzt schreibt. Mal gucken, wie viele Studierende wir jetzt haben. Wir haben, okay, wir haben leider keine 90 Gruppen. Die Gruppe Nummer 9 auf jeden Fall. Und die 19. Die beiden Gruppen würde ich bitten, etwas in das Chatfenster zu schreiben. Und auch noch die Gruppe 2. Warum nicht? Ich würde sagen Gruppe 2, 9 und 19. Alright. Also, was ist guter Unterricht? Aus der Sicht der pädagogischen Psychologie zeichnet sich daraus aus, vor allem wenn wir in Bezug auf wirksamen Unterricht schauen, dass wir kognitive und motivational-affektive Lernprozesse fördern wollen, um dann damit die Lernergebnisse zu erhöhen. Merkmale von Unterrichtsqualität werden dann dadurch gesehen, dass sich die als besonders förderlich zur Erhöhung der Lernleistung dann erweisen. Man unterscheidet dabei bei der Beschreibung Sicht- und Tiefenstrukturen. Sichtstrukturen ist dann so etwas wie so das Format, wie die Form, was man so direkt in Unterrichts- oder in Lernsituationen sehen kann. Also etwas wie irgendwie frontaler Unterricht oder Gruppenarbeit oder wenn Leute an Dingen in Einzelarbeit arbeiten, wenn es quasi zu beobachten ist, inwieweit es konzentriert ist die Arbeit, aber die Unterrichtsqualität an sich wird dann quasi mit den Lernarrangements, die Sie sehen können, dann betrachtet werden. Diese Sichtstrukturen geben dabei die Rahmung vor, aber man kann dabei nicht unbedingt sagen, okay, nur weil etwas Frontalunterricht ist, ist es beispielsweise schlechter Unterricht. Oder nur weil etwas in einer Gruppe passiert, ist es besser Unterricht. Mit Hilfe von diesen Sichtstrukturen können Sie dann grob sehen, was in der Unterrichtsgestaltung wieder Elemente sind. Ob sie eher von Lehrkräften gesteuert sind, ob sie eher problemorientiert sind oder eher gruppenorientiert. Als Beispiel bei lehrkraftgesteuerten Unterrichtsmethoden, das ist mit einer der am häufigst verwendeten Unterrichtsmethoden wohl die Lehrkraft an sich die größte Rolle einnimmt und die Lernenden eher passiv das Wissen dann rezipieren und auch dann vor allem in der eigenen Vor- und Nachbereitung dann sich das Wissen konstruieren. Es wird oftmals als nicht zeitgemäß kritisiert, aber es kommt auch wirklich auf die Art und Weise an, wie ein solcher Unterricht dann gestaltet wird. Einige der Vorteile von dieser Unterrichtsmethode ist es, dass man große Lerngruppen erreichen kann mit dieser Art der Lehre und dass man auch sehr viel Stoff zeiteffizient in kürzerer Zeit behandeln kann. Also es ist wirklich so ein Effektivitätsargument dabei. Dabei ist es vor allem eine mündliche Präsentation, die auch dann mit visuellen Gestaltungsmerkmalen oftmals dann unterstützt wird. Also beispielsweise, wenn Sie sich auch anschauen, irgendwie Khan Academy oder so, die auch sehr viele auch Lehrvideos, wo sie auch Millionen von Leuten erreichen,
reichen oder irgendwelche anderen Erklärvideokanäle oder MOOCs oder Universitäten, wo dann klar umgeschriebene Inhalte an viele Leute mitgeteilt werden. Ein Element dabei ist es dann auch bezüglich der Unterrichtsqualität, wenn komplexe Inhalte dann so zielgruppengerecht aufbereitet werden. Dann ist es vor allem effektiv, wenn der Fokus dann auf spezifische oder spezielle Informationen dann auch gedenkt wird. Also Sie können sich das auch so ein bisschen so vorstellen, Arbeitsgedächtnis, um beispielsweise da einen Cognitive Load zu vermeiden oder wenn es quasi eingebettet ist in die Rahmung und auch dann Bezug und die Querbezüge dann auch teilweise dann auch dargestellt werden können. Dann es gibt dabei dann auch verschiedene Formen, was man noch in so einen lehrkraftgesteuerten Unterricht mit einbauen kann, beispielsweise so fragend entwickelnde Unterrichtsgespräche, also quasi so die Lehrkraft als Moderator, sokratischer Dialog, bietet da ebenfalls auch verschiedene Möglichkeiten. Und Sie sehen da auch schon bereits, es ist kein Schwarz und Weiß, es ist eher so auch fließende Übergänge, die quasi von eher Lehrkraft bezogenen Methoden dann auch die Lernenden auch mehr in den Blick nehmen. Aber so Fragen entwickelnde Unterrichtsgespräche an sich gut, vor allem effektiv auch, wenn Lehrkräfte dann einen konstruktiven Diskurs führen, ohne unbedingt genau wissen zu wollen, okay, wo will man hin oder was ist dann die idealtypische Lösung, weil dann ist es halt wieder schwierig, weil es dann auch keinen wirklichen Dialog dann auch darstellt. Man redet da quasi so als Effektivitätskriterium auch von dem sogenannten IRF-Muster, also dass quasi eine Frage initiiert wird, darauf eine Antwort, eine Response kommt, worauf dann die Lehrkraft eingeht und dann reaktionsschnell eine weitere Frage stellt. Und das ist auch sich wirklich auch dann natürlich entwickelt. Dann, genau, also Sie sehen quasi das direkte Instruktion als Sichtstruktur vor allem die Aufmerksamkeit dann auf relevante Inhalte denken will, wo dann auch vor allem auch das Vorwissen von Lernenden auch bei aktiviert werden sollte. Präsentation möglichst klar, möglichst präzise und das ist auch teilweise, wenn ich hier im Chat sehe, was die Gruppen auch geschrieben haben, konzentrationsförderndes Umfeld klar präsentiert, Materialien gut vorbereitet, dass dann danach, nach so einer Inputphase, Möglichkeiten gegeben werden, in einer Übungsphase das neu erlernte Wissen zu verfestigen und auch mit Feedback für die Lernenden, um dann quasi in einer individuellen Übungsphase für den einzelnen Lernenden die neuen Wissensinformationen dann zu verfestigen, also quasi diese dann auch im Langzeitgedächtnis dann zu speichern. Wir sehen, wenn wir uns da allgemeine Studien zu anschauen. Das hat direkte Instruktion gibt und bietet gute Lernerfolge, insbesondere für Inhaltsbereiche, die auch sehr strukturiert sind und die sich auch gut in einzelne Inhaltschunks quasi einbetten
lassen. Prinzipiell ist es allerdings für jedes Fach auch möglich und auch insbesondere, wenn das Vorwissen von den Lernenden zu den gewissen Inhaltsbereichen noch nicht so stark ausgeprägt ist. Und der Einfluss auf die Motivation ist dabei auch nicht unbedingt negativ. Dann ein anderes Modell, die gruppenorientierten Lernformen, die wollen vor allem, wenn wir uns da vor allem anschauen, wie die Gruppenarbeit motivationale und auch kognitive Prozesse fördern will, ist es motivational unter anderem gut, wenn sämtliche Gruppenmitglieder aktiv eingebunden werden, um auch dann wirklich quasi so ein Gefühl der sozialen Eingebundenheit auch zu erleben und dass dann quasi die Gruppen auch dann belohnt werden, beispielsweise für die Arbeit quasi in dem Kontext vom Lernen oder wenn sie dann auch verschiedene Gruppen haben, wo die einzelnen Leute arbeiten, dass es dann auch vielleicht so eine Art Wettbewerb gibt, die dann auch Motivation fördern kann. Also dies quasi als Beispiele, wie Gruppenarbeit Motivation fördern kann. Kognitive Prozesse werden auch vor allem dadurch angeregt, weil unterschiedliche Personen verschiedenes Vorwissen mit in eine Gruppenarbeit hereinbringen, was dann auch zu kognitiven Konflikten führen kann, wenn unterschiedliche Meinungen dann auch vorliegen, welche dann gelöst werden mit Gesprächen quasi in dem sozialen Umfeld, in der sozialen Eingebundenheit, sodass dann eine vertiefte Auseinandersetzung mit den Inhalten dann auch zu sehen ist. Wieder auch ähnlich zum Bereich Lernstrategien, das Fragen stellen, elaborieren, dann auch da als eine der guten Möglichkeiten. Also vielerlei positive Faktoren, die da gut möglich sind, aber dabei ist es natürlich, und Sie haben das auch vielleicht schon mal erlebt, ist das kein allgemein Rezept, dass eine Gruppenarbeit unbedingt zu besserer Lernleistung sowohl motivational als auch kognitiv dann auch führen kann. Beispielsweise, wenn Sie meinen, dass irgendwie beispielsweise die soziale Eingebundenheit, wenn Sie sich irgendwie nicht in die Gruppe eingebunden fühlen, wenn Sie meinen, okay, mein eigener Beitrag ist vielleicht so gering, das kann auch zu vielen Schwierigkeiten führen. Und so etwas ist dann ebenfalls dann auch dabei zu bedenken. Also und es gibt da quasi verschiedene Effekte in der Pädagogik, in der Pädagogik Psychologie, die wir quasi bei Gruppenarbeiten dann beschreiben, beispielsweise wo Schwierigkeiten auftreten und dass quasi dann da die verschiedenen Strukturen auch Schwierigkeiten hervorrufen können, wie beispielsweise Koordinations oder wie Statuseffekte oder andere Sachen. Wie Sie allerdings kooperatives Lernen effektiv gestalten können, also quasi Merkmale für positives, effektives, für positive Gruppenarbeiten wäre es beispielsweise, wenn Gruppenarbeiten so gestellt werden, dass die Aufgaben zum einen in verschiedene Unterkomponenten unterteilt werden können, sodass das Gruppenergebnis an sich mehr ist als die Beiträge von einzelnen Gruppenmitgliedern. Als ein Beispiel. Oder als ein anderes Beispiel, wenn alle Gruppenmitglieder verschiedene Wissensbereiche haben
um dann gemeinsam zum Gruppenergebnis beizutragen, weil die eine Person vielleicht mehr Fähigkeiten in einem Bereich besitzt, der wichtig ist, um zum Ziel zu gelangen, oder eine andere Person vielleicht in einem anderen Bereich. Sie sehen quasi solche Gruppenarbeiten tagtäglich in Unternehmen. Wenn Sie sich beispielsweise vorstellen, hier Mercedes will einen neuen Elektromotor entwickeln. Das ist quasi eine große Gruppenarbeit, wo viele verschiedene Personen mit unterschiedlichen Fähigkeitsbereichen zusammenkommen, konjunktiv, um dann das eigene Wissen quasi hereinzubringen, damit quasi das gemeinsame Ziel dann auch erreicht wird. Positiv ist das natürlich dann insbesondere zu sehen, wenn die Ziele der einzelnen Gruppenmitglieder auch kompatibel sind und wenn auch da quasi gemeinsame Ziele auch vorliegen. Wenn Sie quasi so etwas sehen, dass verschiedene Gruppenmitglieder verschiedene Ziele haben, kann dies auch quasi zu Schwierigkeiten bei der Gruppe auch führen. Dann auch, obwohl es eine Gruppenarbeit ist, ist es ebenfalls wichtig, die individuelle Verantwortung der Personen auch zu betrachten. Also, dass quasi jede Person auch einen quasi Expertenstatus für einen Bereich dann auch vornimmt. Soweit die Sichtstrukturen, die auch quasi im Chat auch vor allem jetzt auch dargestellt wurden. Also es wurde da auch quasi viel beschrieben, wie von wegen, okay, wie ist die Lernumgebung gestaltet, was sehen wir quasi an der Lernumgebung, ob quasi ein ruhiges Lernumfeld mit wenig Störungen vorliegt und viele von solchen anderen Sichtstruktur-Merkmalen, die in dem Breakout Room auch besprochen wurden. Die Tiefenstruktur betrachten dabei auch vor allem die Qualität der Auseinandersetzung mit den unterschiedlichen Lerninhalten. Und so etwas ist nicht unbedingt direkt beobachtbar oder auch zumindest jetzt nicht so sofort zu observieren. Und Sicht- und Tiefenstrukturen können auch dabei untereinander dann auch variiert werden. Und was wir auch da vor allem sehen, so von den Dimensionen von gutem Unterricht, ist es vor allem die drei Basisdimensionen, die dabei getrachtet werden, die quasi als Tiefenstruktur sich als besonders lernförderlich herausgestellt haben. Also zum einen Classroom Management, dann, dass Lernende kognitiv aktiviert werden und als drittes, dass Lernende konstruktiv unterstützt werden. Klassenführung soll vor allem dazu dienen, den Lernenden die Möglichkeit zu bieten, in einen Lernprozess auch hereinzugelangen. Also das Ziel ist dabei, die reale Arbeitszeit zu optimieren. Wurde auch teilweise schon im Chat angesprochen, also so etwas wie irgendwie Materialien vorzubereiten. So dass beispielsweise in einem Schulkontext nicht vorher irgendwie noch die Tafel gewischt werden muss, irgendwelche anderen Sachen kopiert werden müssen oder andere Faktoren eine Rolle spielen, die quasi die eigentliche Zeit reduzieren. Dabei ist es auch vor allem wichtig, der Bezug auf Unterrichtsstörungen oder dann zu sehen, okay, was sind Faktoren, die die Ordnung in einer Lernumgebung stören können und dass man dabei
effektiv gesehen nicht nur darauf reagiert, wenn eine Störung vorliegt, sondern dass man ebenfalls auch präventiv und proaktiv schon schaut, okay, wie man möglicherweise Störungen, die am Entstehen sind, auch wirklich von vornherein dann auch minimieren kann. Es gibt da quasi verschiedene Merkmale der Klassenführung, wie man so etwas dann auch verstärken kann. Auch wirklich eine sehr klassische Studie, da gibt es schon seit vielen, vielen Jahrzehnten auch viel Forschung zu. Dann kognitive Aktivierung so als zweite Basisdimension bezeichnet vor allem den intellektuellen Herausforderungsgrad am Unterricht, sodass man auch wirklich schaut, wie kann Lernen als aktiver Prozess gestaltet werden, also dass das Lernmaterial wirklich zur Auseinandersetzung mit den neuen Informationen anregt, um diese Informationen dann in die Wissensstrukturen, die mit dem Vorwissen schon vorhanden sind, dann auch integriert, auch Probleme lösen oder die Verknüpfung und Vernetzung von Wissensstrukturen. Dabei sollen vor allem Lernende aktiv angeregt werden, sich mit den neuen Lerngegenständen anzuregen. Wichtig ist quasi, wenn wir uns solche großen internationalen Vergleichsstudien wie PISA, wie TIMSS und so weiter anschauen, ist quasi der kognitive Aktivierungsgrad wirklich auch ein wichtiges Merkmal, um quasi Lernqualität und auch die Qualität vom Unterricht auch zu erhöhen. Leider ist dies oftmals nur gering und ich glaube, das ist auch so mit einer der Aspekte, wo wir auch quasi in den nächsten Jahrzehnten dann auch noch mehr Möglichkeiten sehen, da auch die Unterrichtsqualität zu erhöhen. Wie ist so etwas möglich? Verschiedene Möglichkeiten, kognitive Aktivierung hervorzurufen, ist, dass es vor allem kein reiner Wissensabruf ist, dass es viele verschiedene korrekte Lösungen gibt und auch quasi, dass Sachverhalte auch miteinander verknüpft werden können und dass quasi Lernende wirklich aktiviert werden, um auch zum Nachdenken, auch zur Auseinandersetzung mit den Inhalten dann angeregt werden. Also das Ziel ist es quasi wirklich, dass da wirklich tiefer gehende Verarbeitungsprozesse dann auch angeregt werden. Okay, wir machen jetzt einen Breakout Room, allerdings nur für 3 Minuten. Sie haben jetzt ja da verschiedene Sachen, Beispiele gesehen, wie Leute kognitiv angeregt und aktiviert werden können. Ich würde Sie bitten, kurz zu überlegen, wie ist ein Beispiel sehr konkret, wie die kognitive Aktivierung im Unterricht gefördert werden kann. Und wir nehmen mal als Beispiel diese Vorlesung. Und zwar, Sie überlegen sich, okay, wie könnte Sie, wenn Sie in 10 Jahren die Einführung in die pädagogische Psychologie an einer Universität lehren, beispielsweise, wie Sie da die kognitive Aktivierung auch möglichst gut auch machen können. Okay, 3 Minuten und los geht's.
Okay. Ich würde vorschlagen, Gruppen 10 und 20 schreiben kurz in den Chat, was wie sie kognitiv aktivierend die ihre Studierenden in der Zukunft wie sie ihre Studierenden in der Zukunft gut kognitiv aktivieren würden. Währenddessen schauen wir uns gemeinsam die dritte Basisdimension, die konstruktive Unterstützung genauer an. Und das Hauptmerkmal von der konstruktiven Unterstützung ist es, da den Studierenden oder den Lernenden allgemein Hilfestellung zu geben, damit Lernende in ihrem Lernprozess gestärkt werden. Also dass wirklich das eigenständige Lernen unterstützt wird. Dabei werden vor allem die sozialen und die emotionalen Aspekte vom Unterrichtsgeschehen auch betrachtet, um auch quasi in dieser Beziehung, in dem Lernprozess dann quasi das, die Lernprozesse zu fördern. Spannend, dieses Merkmal wurde in dem ersten Breakout Room auch von der Gruppe 2 auch benannt. Also dass es wirklich auch solche Faktoren wie Wertschätzung, Respekt, gemeinsames Miteinander sind auch dabei quasi auch Merkmale. Allerdings auch quasi, dass man quasi wirklich schauen kann, okay, wie kann so etwas etabliert werden? Also mit einer guten Feedback-Kultur, dass quasi die Rückmeldungen erfolgen. Dass es quasi so von der Fehlerkultur so etwas ist wie dass Fehler als Lerngelegenheiten gesehen werden, eher so im Bereich formatives Assessment, um quasi dann zu überlegen, okay, was für Vorstellungen lagen vor, wie waren die Lern- und Überlegungsprozesse, um dann halt zu sehen, okay, wie kann man dann Hilfestellungen geben, um die Lernenden in dem Fähigkeitsniveau dann so weiter zu unterstützen, um dann quasi ähnliche Aufgaben in Zukunft dann korrekter zu beantworten, um dann halt diesen Wissenszuwachs der Lernenden dann auch hervorzurufen. Ein anderer Aspekt ist quasi das Unterrichtstempo, die Intensität, also wie vorgegangen wird, also dass man auch wirklich auf die Lernenden individuell schaut, okay, wie kann man die Lernprozesse da unterstützen. Also wenn es zu langsam ist, verliert man Leute, wenn es zu schnell ist, verliert man welche, da quasi den richtigen Weg zu finden oder auch quasi um zu sehen, okay, welche Unterstützung brauchen welche Personen. Und dann auch quasi so auch als großer Punkt irgendwie, wie man selber als der Person steht zu den Lernenden, zu lernenden Inhalten, wie quasi das eigene Framing, die eigenen Beliefs sind. So etwas ist ebenfalls wichtig, so von wegen Emulations, Regulation, Distanzierungsfähigkeit, die quasi Lernprozesse auch unterstützen können. Spannenderweise, wenn wir uns allgemeine Forschungsergebnisse zu den Unterrichtsmerkmalen, vor allem zu den Sicht- und den Tiefenstrukturen betrachten, obwohl die Sichtstrukturen das ist, was wir quasi so von Unterricht sofort sehen oder was eher zu beobachten ist, zeigt sich, dass die Tiefenstrukturen wesentlich wichtiger zur Erklärung von Lernerfolg sind. Und
Von daher ist es halt auch insbesondere wichtig zu schauen, okay, mit den drei Basisdimensionen, Klassenführung, kognitive Aktivierung und konstruktive Unterstützung, wie man so etwas quasi unterstützen kann. Wie auch schon zu Anfang gesagt, man kann jede Methode gut machen und auch schlecht machen. Es gibt daher nicht die einzige Unterrichtsmethode. Das haben Sie ja auch quasi bei dem Angebot zum Nutzungsmodell mit der Komplexität da auch gesehen. Und genauso gibt es halt auch da beim Unterricht wirklich, dass man auch da individuell sehen muss, okay, in welcher Lernsituation, für welchen Lerninhalt man welche Methodik dann auch am besten verwendet. Und das hängt natürlich dann auch quasi von den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen oder vom allgemeinen Kontext ebenfalls ab, auch wie dann der Erfolg auch von diesen unterschiedlichen Merkmalen, also auch die Einflussstärke dann aussieht. Also irgendwie Sie sehen wirklich, es gibt da wirklich sehr viele von diesen Modellen, die sich quasi dann diese Basisdimension anschauen, um dann zu schauen, okay, wie ist dann der Effekt und der Einfluss sowohl auf motivationaler als auch auf kognitiver Ebene. Genau, und quasi so, um solche Bezüge zu unterstützen und auch quasi so zu schauen, Bedeutungsstrukturen guter Unterricht zur kognitiven Aktivierung in den Breakout Rooms will ich kurz noch erzählen, wie Sie das machen würden. Also beispielsweise Diskussionen in den Breakout Rooms zur kognitiven Aktivierung, jo, genau, schreiben und kommentieren. Das auch vor allem der Reading Reactions oder quasi Bezug zu Lebensrealitäten. Genau, also das sind gute Wege. Also Sie haben gesehen, es gibt da verschiedene Möglichkeiten und verschiedene Merkmale für die Unterrichtsqualität. Sehr spannend. Und ich freue mich aber ebenfalls auch schon quasi in der nächsten Woche zum Thema digitale Technologien dieses Thema mit Ihnen zu betrachten. Und ja, ich freue mich da in jedem Fall schon drauf und wünsche Ihnen auch weiterhin eine gute Woche. Und wir sehen uns dann in einer Woche. Ich lasse wie immer den Zoom-Raum geöffnet. Das Video wird halt vorher erst wieder dann geschnitten, dass wenn Sie sich dann miteinander austauschen wollen, Sie auch dazu logischerweise hier die Möglichkeit kriegen. Alles klar, wir sehen uns dann in einer Woche wieder. Auf Wiederschauen.